baby, the one who is waiting for you. Hey! Sorry für den letzten Schnitt, der so kacke war. Willkommen zu Fallout 1. Willkommen zurück zu Fallout 1. Die letzte Folge, die war, habe ich irgendwie ein bisschen dumm abgeschnitten, glaube ich. Oh! Verdammt, nicht genug Aktionspunkte. Das tut mir leid, aber ich bin ein busy, busy Student. Und da bin ich halt manchmal einfach wieder weg. Oh, weg. Oh, jetzt bin ich weg. Oh. Nein, doch nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine. Hier, den Schrott habe ich gefunden. Ich sag gar nichts mehr, was ich mache. Ja, wir sind hier in Necropolis. Und bei den Ghoulen und wollen hier die Wasserpumpe für die reparieren. Da habe ich die Schrottteile gerade gefunden für. Und ich habe mir gerade überlegt, wir könnten eigentlich auch die Mutanten oben einzeln abknallen. Kaltblütig abmurksen. Was haltet ihr denn davon? Ja! Oh ja, alles klar. Gut, ihr stimmt mir überein. Mit mir überein. Kann sein, dass diese Folge auch wieder schnell endet. Ich krieg vielleicht gleich Besuch. Und dann. Bip, und dann sage ich so, oh, tschüss. Also. Aber ich glaube, euch interessiert ja nicht, wie lang die Folgen sind. Ich wollte es nur mal anmerken. So. Wir haben diesen einen Bauer hier getroffen, der uns zu seinem Meister bringen wollte. Aber darauf habe ich gar keinen Bock. Deswegen. Wie machen wir das denn? Ich glaube, ich lege mir mal hier ein paar Granaten hin. Kann ich hier auch ein bisschen Buffout nehmen? Ja. Zwei Stärke, eine Beweglichkeit, drei Ausdauer dazu bekommen. Haha. Das ist geil. So, ich stelle mich direkt vor ihm. Da sind aber drei Mutanten, auf die aufpassen. Aber ich wollte mich erstmal um den hier kümmern. Augen. Oh, 84, geil. Der Mutant verliert fast sein Augenlicht und gerät aus der Balance. Ach so. Ich war so ein bisschen aus der Schusslinie. Oh, da kommt der Flammenwerfer. Auf den müssen wir gleich aufpassen. Das war dein letzter Fehler. Bam. Er hat den Speer geworfen sogar. Boah, geil. Jetzt kommt die Schrot raus. Hammergeil. Nochmal Augen. Ja. Elender Mensch, du hast mich geblendet. Bitteschön. Dogmeat macht den Rest, glaube ich. Ja. Oh. Oh, der ist tot. Oh, der ist tot. Oh nein, da kommt der Flammenwerfer-Typ. Oder Girl. Bei Mutanten weiß man es wirklich nie, ob das ein Girl ist oder ein Boy. Augen 95, geil. Na komm. Ich muss schnell weg, weil die Flammenwerfer, die Flammen, die könnten einen direkt töten. Ist echt. Nein, zuerst den mit dem Flammenwerfer. Nein. Oh, geil. Ja, geil. Geil, er hat seinen eigenen Boy umgebracht. Oh, und ich bin auch fast tot. Ja, ihr trefft alle wie die letzten Halunken. Unglaublich. Ja. Puh, das war echt sehr knapp. Hohoho. Ho, ho. Zum Glück haben die, hat der letzte Mutant... Boah, habt ihr das gesehen? Der mit dem Flammenwerfer hat seinen eigenen Boy weggebrannt. Das ist ja so geil. Und dann Tycho trifft natürlich auch wieder ihn. So geil. Nicht genug Aktionspunkte, egal. Ich glaube, ich bleib mal erstmal hier ein bisschen aus der Reichweite. Ich habe hier nur noch drei Lebenspunkte. Komm, mach den einen Mutanten kalt. Komm, der hat nichts drauf. Der hat gar nichts drauf. Lass dich doch nicht von dem verprügeln. Ja. Geil. Geil. Oh, 800 Erfahrungspunkte. Boah, ist das Hammer. So, was haben die da mit? Ach, der hat mein Scharfschützengewehr. Cool. Aber ohne mein Scharfschützengewehr, was ich mir schon vorher gekauft habe, hätte ich das, glaube ich, gar nicht geschafft. Also ist, glaube ich, gut, dass wir das schon vorher gekauft haben. Aber, boah, ich brauche ja unbedingt direkt ärztliche Hilfe. Ärztliche Hilfe, hallo. Kriege ich die her? Von mir? Ich bin, glaube ich, ziemlich schlecht. Erste Hilfe kann ich vielleicht ein bisschen an mir selbst machen. Also ich tue so, als ob ich was mache. Und dann plötzlich, habe ich drei Trefferpunkte dazu bekommen. Wow. Arzt habe ich 13%, noch besser. Und? Oh, es hat wirklich was gebracht. Holy moly. Ich probiere es aber trotzdem mal mit erster Hilfe. Aber das sind, glaube ich, nur so Babyschritte, ja. Naja. Vielleicht auch nochmal Arzt. Ich will die ganze Zeit Stimpaks sparen. Oh, ich bin so ein knatter Boy, also
Nee, knauserig heißt es, genau. Ich bin so knauserig. Hey, aber ich brauche einen Erste-Hilfe-Koffer. Den kann ich doch auch an mir ausprobieren, oder? Ja, cool. Deine Anstrengung könnte dich töten. Wow. Ja, das ist natürlich sehr verständlich, dass meine Anstrengung mich töten kann. Meine Anstrengung heißt, so heißt meine Mutter und die könnte mich töten, genau. So, wo haben wir denn normale Stimpaks? Ach, hier oben. Ich glaube, das reicht für das fürs Erste. Geil. Sehr geil. Okay. Ja, die Schrotthalle habe ich. Und wir könnten dann auch sofort eigentlich das mit der Wasserpumpe machen. Denn, Moment, wir waren doch hier schon drin, oder? Waren wir nicht schon hier drin? Hä? Hab ich das noch nicht gemacht? Moment mal. Öffnen wir hier den Quatsch. Hä, war ich nicht mit euch schon hier drin? Ich konnte das Schloss nicht aufbrechen. Das ist natürlich eine dicke Lüge. Nochmal ein Lügen. Das gibt eine Rüge. Nein, was ist denn los? Muss ich hier den elektrischen Dietrich rausholen? Wo ist er denn? Da. Also wir wollten ja auch eigentlich zuerst den Wasser, den Chip holen, aber... egal. Keinerlei Wirkung? What? Was war nochmal wirkungsvoll dabei? Das Brecheisen? Habe ich die Brechstange überhaupt dabei? Ich glaube, die Brechstange hat Ian oder so. Stehlen. Wo ist Ian überhaupt? Da, da. Gib mal her, du. Wo hast du die Brechstange? Ich weiß, du hast sie. Na, dann nicht. Hat er gar nicht. Was für ein Sack. Na. Dafür kriege ich erstmal den Flammenwerfer. Ich hoffe, der macht keinen Quatsch damit. Oh, oh. Die Sniper, die kann er auch haben. Ich glaube, Lasergewehr? Nein, das war ein Lasergewehr. Was? Das ist gar kein Scharfschützengewehr, wie ich das habe. Ein Lasergewehr. Hä? Das hört mich ja jetzt total. Gucken wir uns mal an. Das ist... Wow. Wow, das ist echt gut. 25 bis 50 Schaden. Boah. Ach du Heiligen, was habe ich denn für Energie? Energiewaffen habe ich gar nicht so viel, aber das können wir ja schnell ändern. Geil, ich habe ja noch Fähigkeitspunkte übrig. Mann, ist das geil. Boah. Ja, mach ich mal auf, alle auf Energiewaffen. Boah. Das ist echt crazy. Dass ich hier schon am Anfang so eine geile Waffe bekomme. Das Schloss klemmt. Kann ich es nicht einfach aufschießen? Ich habe ein Lasergewehr da. Das Schloss einfach schmelzen lassen. Das Schloss klemmt, ja, ich weiß. Mann, was mache ich denn jetzt? Ich habe es doch irgendwie aufbekommen. Ich gehe nochmal an Taiko ran. Ich mache mal nochmal Taiko an. Also ich fummel ihm irgendwo an der Tasche rum. An der Vordertasche. Ach, nicht öffnen, stehlen. So. Brechstange. Da ist die Brechstange. Ich glaube, die nehme ich jetzt mal. Das Menü ist nur so unerhandlich hier. Das nervt mich gerade. Warte mal, das ging gar nicht, ne? Hm, naja, ich lasse meine Hand und dann gucke ich mal, ob das irgendwie funktioniert. Das Schloss klemmt. Ich hau aufs Schloss drauf. Will nicht. Öffnen. Ah nein, ich hatte doch noch Dietriche. Oh, ihr seht... Ich bin natürlich wie immer total verwirrt und habe keine Ahnung, was ich mache. Use on. So. Nicht aufbrechen. Okay, nochmal. Ja, na endlich. Geschafft. Puh. Danke, dass du mich rausgelassen hast. Woher kommt das Wasser? Sie pumpen es von den unteren Brunnen hoch. In der Zelle nebenan ist ein Einstiegsloch, durch das man... Ach, nebenan, ich muss gar nicht zu dem Boy. Na, egal. In die alte Vault gelangt. Von dort stammt das Wasser. Wenn die da unten nicht wären, wären wir hier besser dran. Was meinst du damit? Manchmal ist es schwierig, dafür zu sorgen, dass die alte Technologie richtig arbeitet. Sobald wir runtergehen, schlagen die verstrahlten Ghouls zu. Wir Ghouls lassen sie einfach in Ruhe. Und die großen Mutanten kümmern sich einen feuchten Kehricht darum. Viel Glück. Hauptsache, wir haben ihn erstmal befreit. Wieso auch immer die Mutanten ihn hier gefangen gehalten haben. So. Jawohl. So, ab runter. Also, wie ich mich erinnere, wir hatten das, glaube ich, mal... Waren wir kurz mal hier drin?
Ich glaube schon. Wollte ich ja einfach nur mal kurz gucken, was hier ist. Und dann habe ich gesagt, nee, doch nicht. Aber wenn hier die Vault ist, dann müssen wir wirklich hier hin. Wir müssen ja den Wasserchip finden. Ne? Das ist ja das essentielle Ding, was wir brauchen, um unsere Leute zu retten. So. Die sind böse, also greife ich so schon mal an. Wow. 26. Geil. Ich habe durch diesen, durch das Buff-Out, habe ich, glaube ich, noch einen Beweglichkeitspunkt dazu. Und deswegen habe ich gerade 10 Aktionspunkte. Das ist ziemlich handy. Jawohl. Ich benutze aber trotzdem mal das hier. Kopf. Im Kopf. Kopf getroffen und schon fällt er auseinander unterm Bauchnabel. So, der hat nichts dabei. Der auch nicht. Ah, hier. Das ist wirklich eine Vault. Geil. Hammer geil, dass die in die Stadt hier eingebaut wurde. Perfekt für uns. Das Doofe ist nur, dass die auf war. Naja, dann ist klar, dass da irgendwie auch Ghouls drin sind, aber... Ja, naja. Ja, das Ding ist komplett weg. Gesprengt worden sogar. Bäh. Sehr komisch. Aufmachen, Polizei. Jason X. Ist so geil. Wieso habe ich meinen damals Jason X genannt? Ich weiß es nicht. Aha. Verbrüderung hier. Das wollen wir schnell auflösen, diese geheimen Schach-AGs. Aber wir spielen nur Schach. Das ist mir vollkommen egal. Ich muss hier den Chip suchen. Da kann man nicht einfach mit mir im Weg stehen und Schach spielen. Oh. Ho. Das ist ja so geil. Mann, diese Waffe ist so geil. Ach, geil. Ja, schon weg. Nur habe ich jetzt auch langsam irgendwie die Munition aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt schon Munition dafür herbekomme. Ich wechsle mal ganz schnell zu dem Sniper, denn davon habe ich noch genug. Aber allerdings braucht die mehr Aktionspunkte, deswegen habe ich keine mehr dafür. Egal. Boah. Rigoros ballern sie die Ghule um den Haufen. Um den Helfen. So, jetzt guckt mal mit. Na gut, ihr könnt nicht mitgucken. Stellt euch vor, das wäre wie bei Blue's Clues. Ich frage euch Sachen. Hey, wo ist denn hier der Schrank? Hinten links. Hinten links? Genau. Dass ihr so ein bisschen verarscht werdet, interaktiv das zu gestalten. Hey, das ist ja interaktiv. Ach, da ist er. Ja, danke schön. Aber nein, das machen wir nicht, denn ich habe ihn ja schon gefunden. Oder wo ist der? Kinder, wo ist der Schrank? Hinter den Ghulen. Wo? Hinter den Ghulen. Okay, hinter den Ghulen. Dann müssen wir da durch. Also nicht mit unserem Körper, denn der ist etwas zu groß. Und besser mit kleinen Projektilen. Oh, 17 nur. Oh, das ist ja doof. Oh, sie kommen näher. Das Lasergewehr war echt OP. Mir fällt gerade auf, der hat den Speer gar nicht aufgehoben. Oder wir haben den Speer nicht aufgehoben. Wir sind natürlich super schlau. Wir heben natürlich niemals Speere auf. Oh, daneben. 95%ige Chance auf Treffer und ich schieße daneben. Wow. Wie schmeckt das? So, nochmal. Lieber mal, nein, nicht nachladen. Ach so, egal. Normalen Schuss, ja. Und der ist down. Jetzt noch der andere Ghoul. Verpiss dich. Gar nichts. Ne, 27. Phew. Ian schießt schon mit seiner Desert Eagle. Ich glaube, der hat nicht mehr genug Muni, oder? Hat er die Waffe gewechselt? Wo er nicht genug Munition hatte? Kann gut sein, ne? So. Ich gehe mal hier dran. Spinnt. Hallo. Aha. Was ist das? Red Away. Ne, Red X. Genau. Cool. Das können wir sogar noch gebrauchen. Für unseren schon geplanten Ausflug zum Glow. Haben wir auch schon fest geplant, ne? War doch so, oder? Ja. Glaube schon. So, warte. Ich glaube, ich speichere mal hier. So. Weiter runter natürlich. Der Wasserchip kann nur ganz unten sein. Aber ich glaube, ich nehme nochmal meine Schrot dazu, denn
Nur hier mit dem Sniper ist mir auch irgendwie ein bisschen zu doof. So. Da liegt ja ein Boy. Totenkörper von Händler. Hm, das ist natürlich geil, dass wir den ausrauben können dann. Aber auch doof, dass er tot ist. Wieso liegt er denn da und die Ghule gucken ihn an? Hm, der sieht ja toll aus als Leiche. Nichts in den Spinden drin. Das ist ja unglaublich. So, Water Chip. Es muss hier irgendwo ein Ding geben, was leuchtet. Ich glaube, weiter rechts. Ist hier noch irgendwas? Steht nur so ein Ghoul-Boy drin. Rum. Ich glaube, den lassen wir mal in Ruhe. Und gehen wir zu denen hier. Ich warte aber noch auf die anderen Boys. Taiko, komm her. Ich habe keinen Bock, dass, wenn der Kampf beginnt, du fernab bist. So, jetzt, das sieht gut aus. Und in den Kopf. 15, naja. Geht immer besser. Boah. Weggeschleudert. Wir sprechen uns noch. Ja, wir sprechen uns noch. Genau. Genau, wir sprechen uns noch. Der ist weg. Geil. Ich hole uns mal den hier ran. Geil, ich habe auf die Entfernung noch 95% auf Augen. Ich habe ihm durch den Hinterkopf in die Augen geschossen. Mann, ist das geil. Oh. Wow. Okay, da ist der Klingelton. Ich bin weg, ne? Tschüss.